Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 2 Remake. Wir sind im Labor von Umbrella angekommen und wir sind ziemlich fertig gemacht worden beim letzten Mal. Und deswegen versuchen wir jetzt unser Bestes, um doch irgendwie da so ein bisschen rund zu kommen. Achso, meine Notizen. Wo hatte ich die denn? Hier hatte ich die. Weil da hatten wir ja auch schon den Code und alles drauf. So, muss ja hier meinen Zettel hinlegen. Let's Play ohne Zettel ist immer ganz, 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 ganz falsch. So, los geht's. Wir gehen also wieder zurück dahin. Oh, blöde Tür. Also eigentlich genau dahin. Zu der Pflanze, mit der man auch in Resident Evil 1 schon so das ein oder andere Problem hat. Eigentlich dürften die das als Pflanze überhaupt nicht mögen. Bei Pokémon ist das so. So. Wir rüsten die einfach mal so gerade so ein bisschen grazil an. Weil die haben ihren Spaß da. Okay. So. Wir haben noch einen Code, den wir eingeben können. Das werden wir definitiv mal machen, bevor wir da runter in dieses... da hinten, den lassen wir jetzt mal gerade so ein bisschen außer Acht. Die sind wie die Regeneradores aus Final Fantasy. Aus Resident Evil 4. So, das Ding wollten wir aufmachen, gell? Ach, jetzt bin ich da dran vorbeigerannt, wo man das aufmachen kann. Ich dürfchen! Muss man wieder zurück. Gesundheit. So. Durch die Tür? Können die durch die Tür? Ich glaube nicht. Ich sag jetzt einfach mal, nö, die können nicht durch die Tür. Hier muss ich das eingeben. So. Okay, wir brauchen einmal diese Tetris-Blöcke. Dann brauchen wir das Ding. Nee, das Ding. In dünn, ne? Dann brauchen wir die zwei Blöckchen, groß und klein. Und dann brauchen wir... Nein, das war falsch. Back das. Okay. Dann haben wir nämlich da jetzt offen. Und Greenhouse Control Room. Na gut. Okay. Ich merke aber gerade, ich vergesse es jedes Mal. Sekunde, es tut mir leid, aber ich muss mir immer was unter den Ellenbogen legen, sonst tut mir der Arm weh. Ich muss es bequem haben, sonst funktioniert das nicht. Okay. So, jetzt ist das hier offen. Okay, perfekt. So, da packen wir jetzt das hier rein. Manueller Modus aktiviert. Nee, nicht manuell. Bitte Lösungsmenge an Kartuschenkapazität anpassen. Stopp. Ach, ist das wie bei Stirb langsam? So, ich glaube, das ist richtig. So, und dann brauchen wir eine leere Kartusche, Umbrella und direkt kühlen. Aber wir müssen es ja kühlen. Wo ist der Kühlschrank? Schon zu spät. So, und dann müssen wir das jetzt wieder da oben hin tun und dann schon wieder verspritzen, oder was? Wir probieren das. Und das packen wir jetzt da rein wieder. Fehler. Temperatur der Lösung außerhalb des akzeptablen Bereichs. Ja, ich muss die erst kühlen, aber wo?
Schauen wir mal. Hier ist nichts mehr, ne? Das können wir nicht mehr benutzen. Hier sind wir fertig. Das heißt, in irgendeinem anderen Raum. Ach, bitte nicht da unten. Moment. So, wir sind im Gewächshaus. Darunter wollten wir ja nicht. Das fanden wir ja doof da, ne? So, wahrscheinlich müssen wir darunter. Hi! Okay, wir müssen wahrscheinlich doch darunter. Ich will nicht. Das ist Kacke da unten. Oh, meine Haare sind voll elektrisch und kleben mir immer im Gesicht. So, hier war... Okay, nein. Tschüss. Entschuldigung. Okay, aber hier ist nichts mehr. Okay, wir müssen da rein. Okay. Naja, einer ist tot. Komm noch ein Stück näher. Zwei. Da reagieren die Licker jetzt nicht drauf? Serverraum. Natürlich wollen wir da nicht rein. Zuckt ja noch. Okay. Du siehst mich nicht, du hörst mich nicht. Wir sind Freunde. Low Temp. Okay, da müssen wir rein. Und das mit der niedrigen Temperatur. Moment kurz. Miezekater. Ach man, er ist dann immer... Er verfängt sich immer im Mikrofon und... So. Ruhe im Karton. Schade, dass die nichts droppen. Wo ist die? Ah, Entschuldigung. So. Oh Gott. Wieder mein Kissen in Ordnung bringen. So, okay. Signalmodulator. Ah, das war irgendwo da unten war das Teil, ne? Notiz eines Unbekannten. Alle sind verwandelt, Pflanzen geworden. Sie kommen zurück immer und immer wieder. Verbrennt sie alle, verbrennt sie, bis ihre Körper schwarz wie Asche sind. Einen anderen Weg gibt es nicht. Okay. Ja, das habe ich befürchtet. Sehr schön. Nehme ich alles. Alles für mich.
glaube ich, momentan die einzige Möglichkeit, wie wir durchkommen. So. Oh, Frame Drop. Sorry dafür. Wo sind wir jetzt? Lobby. Lobby? Hä? Sind wir jetzt da rausgekommen? Ja, ne? Ach Gott, ist das verwirrend. Okay. Gehen wir mal an die Kiste. So, was brauchen wir denn nicht? Also erstmal, wie viele Heil... Achso, das können wir wegtun hier. So, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir. Das können wir kombinieren mit dem. Das lassen wir im Inventar. Das brauchen wir noch. Die brauchen wir noch. Ja, das sieht so aus, als würden wir das alles noch brauchen gerade. So, machen wir mal gerade ein bisschen nachladen alles. So, blaues Kraut kann man wegpacken. Das kann man wegpacken. Ach, wir können aber eigentlich... Moment, wir können uns noch ein bisschen was basteln. So, Schießpulver, Benzin zum Nachfüllen kann nicht schaden. Schießpulver groß und das. Da können wir nachher noch was bauen. Brauchen wir jetzt im Moment auch noch nicht. Okay. So, dann machen wir mal. So, und dann. Okay. Besser. Jetzt war das, glaube ich, irgendwo am Anfang, wo wir das nochmal reinsetzen konnten und wo dann noch andere Türen aufgingen. Beziehungsweise wo wir dann den Strom anders schalten konnten. Ich weiß noch nicht mehr, wo das war, aber das finden wir schon irgendwie. Irgendwie, irgendwo, irgendwann kriegt man alles hin. So. Wo war das? Wo war das? War das hier? Schlafraum? Das könnte sein, ne? Ich glaube, das war da. Oh, diese Türen. So, ach ja, genau. Muff. Muff. So, dann einmal Muff. Error. Warum Error? Katzen schmeißen da irgendwas rum. Ah, ich muss auf Muff stellen. Okay. Kann ich das nicht auf Muff? Ach, das muss genau auf die Wellen da passen, oder was? Ach so, Muff muss passen, okay. Muff, okay, das war ja Muff hier. Ist doch gut, Muff. Oh Gott, es tut mir so leid. Da alle gerade so voll. Da war... Hä? Alter! Es tut mir so leid. Okay, das klappt so nicht. Reicht das nicht einfach, wenn ich das auf Muff stelle?
Ist ja furchtbar. So. Space. So, jetzt stelle ich jetzt auf. Alter, warum will das nicht? So. Nein! So, untersuchen. Space. So. Muff. Jetzt steht halt auf Muff. So, und jetzt packen wir das da drin, weil auf Muff steht. Schade. Ich hatte die Hoffnung. Okay. Dann müssen wir doch das Muff einrichten. Jetzt steht doch nicht auf Muff. Ah! Oh! Okay. So, untersuchen. Space. So, jetzt nehme ich mal die Hand von der Maus, damit mir das nicht dauernd passiert. So, Muff. Das ist es doch, oder? Muss ich das jetzt auf allen gleichstellen? Oder nur auf Muff? Wahrscheinlich nur auf Muff, ne? So, auf Muff steht das jetzt richtig. Ach, das darf doch nicht wahr sein. So, Moment. Ah, ich kotze im Strahl. Weil ich immer die scheiß falschen Knöpfe drücke. Muff steht jetzt auch nicht mehr gleich. Muss ich alle Regler gleich drehen wahrscheinlich. Derjenige, der das Rätsel erfunden hat, der kriegt dieses Jahr zu Weihnachten keinen Früchtekorb. Okay, der passt jetzt auch. Der passt jetzt auch. Nee, Moment, AWS fehlt. Jetzt sind die ja alle wieder verduddelt. Hä? Boah. So, kann ich das nicht irgendwo bestätigen? Ich kann es auch nicht bestätigen. Ach, falscher Knopf schon wieder. Muff. So, Muff ist richtig. Muss ich jetzt noch irgendwas mitmachen? Ich kann auch nichts drücken hier. Mit der Maus geht zum Beispiel gar nichts. So, Muff ist richtig. R ist zurücksetzen. Drehen. Das sitzt, das ist jetzt richtig. Das steht auf Muff und das ist richtig. Warum klappt das denn jetzt nicht? Ach, jetzt geht's. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Ah, Scheiße! Wer will nicht sterben? Wayne Liss Notiz. Mein Gott, Blut, überall, was zur Hölle geht hier vor? Sie sind tot, alle tot. Das waren diese Männer in Schwarz, USS, die Spezialeinheit vom Hauptquartier. Aber warum? Ist ihre Aufgabe nicht, uns zu beschützen? Weiße Hirne in einer roten See, das kann nicht wahr sein. Mein Gott, warum? Haben nicht alle gesagt, ich bin ein Genie? Ein Genie wie ich kann nicht an so einem Ort sterben. Ich habe immer Ergebnisse geliefert. Die verarschen mich, dann verarsche ich die. Ich gewinne den Nobelpreis. Ich bin ein Held, ein Genie, ein Gott. Ich werde nicht sterben. Ich werde... Und das war's. Diese Tür macht mich wahnsinnig. Okay, aber dann haben wir den fertig. So, jetzt haben wir wieder Strom. Okay.
Boah, war das ein ekelhaftes Rätsel, ey. Ich übernehme keine Arztkostenrechnung, das sage ich euch direkt. So, jetzt geh mal wieder zurück und geh dann wieder hier hin, ne? Ah ja, das hatten wir ja, okay. So. Oh Gott. Was haben wir denn jetzt für Türen aufgemacht? Ich weiß es gar nicht. Die Tür war ja schon. Unten im Keller waren ja noch die. Habe ich das Gerät jetzt? Das Gerät habe ich wieder dabei. Ach, da bin ich wahrscheinlich nur wegen der Gürteltasche hin, ne? Und wegen dem Dokument. Schätze ich mal, dass das einfach nur so ein Bonusding war. Und das mit der Batterie muss ich jetzt unten im Keller nochmal machen. Anders kann ich es mir nicht erklären. Es tut mir leid. So. Dann machen wir mal noch mehr Muff. So, einmal rund. Noch einmal rund. Und hier war nichts, ne? Hier war nichts. Okay. Ist hier was an der Pinnwand? Ne. Na gut. Ihr seid alle tot. Euch habe ich alle umgebracht. Wo war denn jetzt nochmal diese Batterie? Ach, da hinten an der Wand. Okay. So. Der hat mich jetzt gerade in den Clown von Dead by Daylight erinnert. Murph. Okay. Dann machen wir mal Murph. So. Okay. So. Murph. Nein? Falsch. Jetzt. Das ist richtig, ne? So. Gut. Kriege ich jetzt kalte Getränke? Jetzt, wo das alles wieder läuft? Nee, Kaffee? Auch nicht. Auch den haben sie schon geplündert, den Snackautomaten. So, oh. Dann gehen wir aber erstmal hier in die Tür, weil ich glaube, das Cold Lab müssen wir. Serverraum. Ha, hier können wir speichern. Hammer, Messerchen, Speichern und Kiste und noch mehr davon. Das ist sehr gut. So, okay. Dann würde ich sagen, können wir die Batterie wahrscheinlich wegpacken. Das können wir kombinieren mit dem Schießpulver. Das kann hier bleiben. Das nehmen wir mit. Das Messer. Brauchen wir das Messer? Wir haben ja noch einmal eine Blendgranate. Okay. So. Einmal. Quatsch. Kombination. Und Kombination. So. Das brauchen wir. Das ist alles okay so. Gut. Speichern wir mal. Puh, okay, so langsam geht's voran. Dann wollen wir mal die Lösung kühlen. Wahrscheinlich sind wir vom Zeitpunkt her schon viel zu spät. Wahrscheinlich, weil da stand direkt kühlen, glaube ich. Irgendwas stimmt doch hier wieder nicht. Aha. Das ist das Charaktermodell mit den fettigen Haaren, ist das, was aufsteht. Willkommen zurück, Dr. Lee. Sie haben 5. Wayne Lees Posteingang. Absender Rick Mendoza. Betreff, was hat er vor? Kaum zu glauben, dieser Cartwright. Was für ein Arschloch. Naja, er ist der Boss, vorerst. Egal, hast du meine Helix irgendwo gesehen? Ich habe das Geheimnis unten drauf geschrieben. Sag Bescheid, wenn du sie findest. Absender Byron Cartwright. Beschäftigter Typ, was?
Hast es nicht zu unserem kleinen Meeting geschafft? Schön, sorg dich nicht wegen der Gewächshausinspektion. Erledige stattdessen diese kleine Aufgabe. Stell ein Budget für übernächstes Jahr zusammen. Bis heute Abend. Absender Rick Mendoza. Betreff noch am Leben? Wir werden angegriffen. Es gibt Tote. Der Ostbereich ist isoliert. Mit den Armbändern, die wir haben, können wir die Brücke nicht benutzen. Wo steckt dieser Drecksack Cartwright? Absender Rick Mendoza, bitte antworte. Gewächs 43 dreht durch. Im Gewächshaus ist der Teufel los. Wir müssen da jemanden reinschicken, bevor es zu spät ist. Wayne, wie halten wir das Ding auf? Du musst uns helfen. Bitte antworte. Absender Rick Mendoza, betreff keiner. Erinnerst du dich an Susie, die Cheerleaderin? Ein tolles Mädchen. Wir waren beide total verschossen in sie. Sie wollte natürlich nichts von Nerds. Ich musste ihr noch die Comics und Spiele zurückgeben. Musste dich aber gedulden. Neue Nachrichten. Blöder Witz. Hier grummelt und grunzt irgendwas. Ich höre das schon. Okay. Muss ich keinen Schutzanzug tragen? Wer hat den Gefrierschrank aufgelassen? Ach, jetzt meckern wir noch, weil uns kalt ist. Dann. Ich schätze mal, das ist hier so eine super coole. Ich weiß jetzt nicht, ob wir schnell hoch müssen. Wir kriegen bestimmt einen Timer, oder? Kühlvorgang abgeschlossen. Sonst nichts mehr hier drin? Doch, da. Irgendwo hat er jetzt gerade was gezeigt. Sonst nichts mehr hier drin? Nö. Dann schnell hoch. Und Pflanze 42, 43. War das nicht immer 42? Ich weiß es nicht mehr. Du wirst auch stehen. So. Ach, was ein Gemetzel hier. Aber doch, recht hübsch haben sie es. Also abgesehen davon, dass die Blutflecken an der Wand sind, ist das gar nicht mal so hässlich hier. So, wir nehmen den kurzen Weg natürlich. Und dann schauen wir mal. Wir ignorieren einfach alles. Die liegen zum Glück so weit hinten, dass wir uns da keine Gedanken machen müssen. So. Auf geht's. Lösung wird zerstört. Puh. Und unsere Chipkarte. Aber ich glaube nicht, dass das alles war. Das hat funktioniert. Ja. Ich glaube trotzdem nicht dran. Warnung! Sie haben ohne Genehmigung eine gefährliche Lösung zerstäubt. Ihre Taten wurden aufgezeichnet und Sie müssen sich etwaigen Disziplinarmaßnahmen unterziehen. Vollkommen in Ordnung. So, ich mache hier mal ein Päuschen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal mit Resident Evil 2, dem Remake. Und wir sehen, ob wir jetzt einen Pflanzenangriff überstehen müssen. Ich habe Sorge. Ach, ich fürchte ja. Bis dann, macht's gut und ciao, ciao.